Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Gladius. Der ersten Folge für heute. Später kommt noch Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishments und das Was wäre wenn in Mittelerde. Ja, bevor ich es vergesse, bevor wir anfangen, möchte ich unbedingt den 77. Abonnenten willkommen heißen. Natürlich werde ich später bei Sherlock Holmes auch sagen, ich habe das leider bei den gestrigen Folgen völlig vergessen, nur in die Videobeschreibung geschrieben. Tut mir wirklich leid. Vielen Dank fürs Abonnieren. Hat mich sehr, sehr gefreut. Leider habe ich noch keinen Namen. Es wäre also schön, wenn vielleicht von mir ein Part, also ein Video, öffentlich geteilt werden könnte. Denn dann hätte ich einfach mehr Übersicht in der Abonnentenliste, wüsste halt den Namen und könnte auch besser auf die Kommentare eingehen. Außerdem sage ich das sage ich auch später und sage ich auch kurz hier, eventuell kommt bald ein Abonnenten-Special. Ich wurde nämlich per Kommentar um ein Video gebeten oder der Wunsch nach einem Video, meine Top-Szenen, meine persönlichen Top-Szenen aus Herr der Ringe oder Hobbit. Da habe ich dann geschrieben, ja, vielleicht bei 80 Abonnenten. Nur, dass ihr es wisst, wollte ich hier auch nochmal Bescheid geben. Ja, beim letzten Mal bei Gladius haben wir weiterhin Sünder gekämpft bei der Verbundenheitsliga. Wir haben zumindest einen Kampf gewonnen. Den Kampf Erde gegen, ich glaube, Feuer haben wir gewonnen. Ne, Erde gegen Wasser war es. Aber den dritten Kampf haben wir dann wieder verloren. Da ging es Feuer gegen Luft und wir hatten halt nur zwei Gladiatoren mit Feuerverbundenheit gegen drei, wo drei gewesen wären, gegen vier insgesamt war es. Und ja, ich habe gesagt, ich wechsle die Liga. Kommentare gab es leider keine. Deswegen mal gucken. Liegen halt davor kurz ins Rekrutieren schauen. Im Moment ist hier aber nicht sehr viel. Centurio Liner mit Schwert. Eine Murmillo ist hier. Die Valyrian. Das Problem ist nur, wir haben keinen Platz. Die wäre neu, aber leider haben wir keinen Platz. Ansonsten Legionäre, Sekutor, sonst nichts Besonderes. Okay. Also es gab leider keine Kommentare. Ich habe im letzten Part schon gesagt, ich würde eher zu Syrnas Gefallen tendieren. Hier fehlen halt jetzt noch zwei Kämpfe. Exuru gegen Eris und Maritimus gegen Solum. Feuer gegen Luft und Wasser gegen Erde. Aber bei Feuer hatten wir, wie gesagt, nur zwei und da kämpfen wir gegen vier. Und hier bei Wasser 1 bis 3 gegen 2. Und ich glaube, da haben wir aber nur Snog, also nur einen. Ich werde das erstmal weglassen. Deswegen, ich mache jetzt hier Syrnas Gefallen. Die Geschichte haben wir im letzten Part gelesen. Weil, wie gesagt, es gab keine Kommentare. Was stand da? Hier findet ihr sicher etwas Interessantes. Gewinnt die Gunst der Bevölkerung, glaube ich. Besiege deinen Gegner und gewinne die Gunst des Publikums. 1 bis 3 gegen 3 für 1000 Denare. Auch ein hoher Einsatz hier. Ceteris Paribus. Mal schauen, was wir hier als Gegner haben. Nur Sekutoren. Drei Stück imperianische Gladiatoren. Den Gazan, den Sidor und den Severin. Okay, also drei leichte. Ich nehme auf jeden Fall den guten Laertes mit, denn hier geht es ja um Publikumsschutz gewinnen. Und ansonsten würde ich sagen, Ulan Ursula, weil Mittel haben Vorteile gegen die Leichten. Und sind ja auch unsere Hauptcharaktere. Okay, Ursula würde ich sagen, geht gleich hierhin, nahe zu dem anderen. Und Ulan würde ich sagen, geht daneben. Und Laertes vielleicht dahinter. So, dann probieren wir das mal. Ich hoffe, dass wir heute mehr als einen Kampf gewinnen, weil sowohl beim letzten als auch beim vorletzten Part war es nur ein gewonnener Kampf. Das war ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, heute wird es ein bisschen mehr. Aber wir werden mal sehen, je nachdem, wie schwer es hier wird. Ich glaube, Sekutorn war jetzt gerade alle Stufe 6. Ich habe leider gerade nicht nachgeschaut. Hab wegen dem Level. Einer ist oben. Okay, beginnen tut Laertes natürlich. Kann Laertes denn die beiden mit Freundentanz supporten? Ja, kann er. Dann fängt er damit an. Weil wir wissen, die Sekutoren können schnell angreifen. Da will ich auch ein bisschen Initiative haben. Da kommt der erste Sekutor, da kommt der zweite. Die können sich halt nur bewegen. Der dritte kann allerdings Ursula angreifen. Und macht 11 Schaden. Laufangriff. Jetzt bekommt ihr die Macht eines Barbaren zu spüren.
Genau, jetzt bekommt ihr die Macht, ins Bewahren zu stören. Du sagst es, Ulan. Auf den Severin. Einmal schlagen. Und das sind 59 Schaden. An sich sollten wir im Kampf keine Probleme haben. Aber wir werden mal sehen. Ursula, Kombiangriff. Leider nur ein Treffer, aber zumindest 17 Schaden. Okay, und Laertes, du machst Freudentanz, natürlich. Publikumsliebling, meine ich. Weil wir sollen hier ja die Gunst des Publikums gewinnen. Und das wird er gleich anfangen. Das hat auch beim ersten Mal wunderbar geklappt. Denn wir wissen, die Sekotoren holt sich auch ganz schnell Gunst. 19 Schaden durch Laufangriff bei Urladen. Und Sandwerfen. Langsame Drehung. Und dann kriegt er noch Überraschungsangriff 50 Schaden. Er macht echt eine Menge Schaden. Eine Menge Ärger macht ihr, Freunde. Bitte ein Kombiangriff nochmal, liebe Ursula. Drei Treffer. Nein, zwei Treffer. Aber er ist auf Gelb. Ist okay. So, mein lieber Laertes, du machst weiter Publikumsliebling. Wie gesagt, die Sekotoren, wir wissen aus der Beschreibung, die sind auch so Publikumsfreunde, die sammeln es auch schnell. Und scheinbar müssen wir hier sie ja übertreffen. Hast du was im Auge? Nein, ich habe nichts im Auge. Allerdings ist Ulan auf Rot. Vergesst das mit, die Sekotoren werden im Kampf kein Problem. Da ist er erledigt. Ganz toll. Geht ja gut los hier, muss ich schon sagen. Okay, Ursula, ein Schlag. Leider geht nicht mehr. Der eine Sekretär ist jetzt sauerfroh. Das Problem ist, sie hat es jetzt mit rein zu tun. Leertes Publikumsliebling. Wegen den Boni. Aber das geht hier ja schon großartig los, muss ich sagen. Boni bekommen, okay. Wie stark sind die Sekretoren hier? Ich gucke jetzt gerne mal aufs Level, wenn ich 6 Mal dran bin. Hier gab es 7 Schaden. Hier gibt es 6 Schaden. Und vom dritten gar nichts, weil sie es mit dem Schild abwehrt. So, jetzt will ich kurz gucken. Laertes könnte jetzt natürlich auch angreifen im Kampf. Also der Sekretär ist Stufe 6, der Sidor. Der Garesan auch. Und der Severin. Die sind alle Stufe 6. Warum sind die so stark? Was zur Hölle? Ich überlege gerade, vergänglicher Atem könnte der gute Laertes das machen, da würde er halt beide Sekotoren treffen. Ja, das macht er. Dann sind nämlich alle drei Sekotoren geschadet. Bam, bam. 10 und 9 Schaden, nicht besonders viel Schaden, aber immerhin etwas. Ja, und Ursula, du machst nochmal einen Schlagen. Wie geht ihn hier? 26 Schaden, der eine ist fast erledigt, aber die anderen beiden halt nicht. Glücklicherweise nimmt Ursula recht wenig Schaden. Hier hatten sie jetzt dreimal Kombiangriff getroffen. Sand werfen, ist okay, macht uns keinen Schaden. Lieber Laertes gleich nochmal vergänglicher Atem. Sie sind halt nicht direkt vor ihm, deswegen macht er da relativ wenig Schaden, aber zumindest trifft er beide. 2x14. Ist auch schön, wie sie brennen. Laufangriff, 20 Schaden bei Ursula. Gott sei Dank gehen sie nicht hinter uns, das könnten sie nämlich. Und hier nochmal 7 Schaden durchschlagen. Leider haben sie auch gerade mehr... Ich habe nichts im Auge, immer noch nicht. 26 Schaden, jetzt ist Ursula auf Gelb. Boah, die sind übel stark, die Typen. Wir können jetzt einen Luftverbundenheitsangriff machen, ich glaube, ich mache den jetzt auch. Dann greife ich einen von den beiden an. Du hast... Die haben beide keine Luftverbundenheitsschutz. Ich greife jetzt mal den hier an, durch den Laufangriff. Um danach eben Luftverbundenheit zu nutzen. So, Ursa, und du haust deinen um. Das sollte sie hinkriegen. Yes. Gut, damit haben wir nur noch 2 gegen 2. Aber die sind echt viel stärker, als ich dachte. 2 Kombiangriffe. Und feige, wie sie sind, greifen sie alle Ursula an. Okay, mein lieber Laertes. Luftverbundenheitsangriff. Jetzt haben wir die Nase voll. Nimm das. Pam. Das waren 35 Schaden. Das war gar nicht wenig. Ursula ist jetzt leider auf Rot. Die kriegt halt die ganze Zeit auf die Fresse. So, wir könnten jetzt natürlich den hier machen, den magischen Strahl. Leider sind die beiden noch relativ fit. Ich glaube, ich darf im Kombiangriff den Garesan an.
Ja, genau, block das. Leider hat er einen geblockt, aber er ist im unteren Gelbbereich. Das tat ihm nicht gut gerade. Leider ist Ursula halt jetzt auf Rot. Wir müssen jetzt versuchen, so lange, so schnell wie möglich ihn zu killen. So, ich würde sagen, du, mein Lieber, machst Krugschlag. Ich weiß schon. Ah, nur Schild zerstört, schade. Ich weiß schon, die Gunst der Massen gewinnen, aber Ursula stirbt gerade. Die hat jetzt nur noch einmal Leben. Ja. Und da ist die erledigt. Ganz toll. So, Leia hat das jetzt, kommt es drauf an. Krugschlag nochmal. Diesmal hat er auf jeden Fall getroffen, hat ihn auf Rot gebracht. Der ist aber nicht ausgenockt, der kommt wieder. Er stand nicht betäubt. 42 Schaden beim Satyr. Ich habe das Gefühl, wir schaffen es nicht mehr. Das ist scheiße. Vergängliche Atem könnten wir machen. Aber wir würden nur einen treffen. Für einen lohnt sich's nicht. Ansonsten geht nur schlagen, ne? Ja. Es geht nur schlagen. Ich greife den am Boden an. 12 Schaden. Aber jetzt ist er halt wieder auf den Füßen. Und da ist unser armer Satyr auf Gelb. Kombi-Angriff. Und da ist er auf Rot. Die dürfen halt leider so scheiße oft angreifen, die Drecksäcke. So, nochmal schlagen. Daneben. Ja, das war jetzt der Angriff des Satyrs. Oder? Jetzt wird er bestimmt sterben. Ja. Okay, also auch heute beginnen wir leider mit einer Niederlage. Es ist so toll. Es läuft einfach so beschissen zurzeit. Zum Kotzen, ey. Das waren 3 Sekotoren. Wir hatten 2, die in der Klasse überlegen waren und ja. Aber leider dürfen halt die Sekotoren so oft angreifen. Deswegen haben die uns gerade alle gemacht. Weil sie so oft angreifen können und weil sie halt auch sehr gut ausweichen und alles können. Die sind echt nicht zu unterschätzen, die Drecksäcke. Deswegen fand ich ein bisschen Zieler bei uns auch so stark. Außer das eine Mal, wo wir sie falsch eingesetzt haben. Na, zum Kotzen ist es. Wir haben sogar 2 genommen, die extra Vorteile haben. Und trotzdem wurde uns gerade der Arsch aufgerissen. Das probieren wir gleich nochmal. Aber ich muss sagen, ich bin gerade schon wieder etwas belastet. Weil das jetzt der 3. Part in Folge ist, wo wir mindestens eine Niederlage haben. Und das hätte in meinen Augen absolut nicht sein müssen. Deswegen nervt's mich sehr. Ach, und wir müssen gleich noch die eine Ausrüstung gucken. Ja, 3 Sekotoren, Stufe 6. Das sind dieselben wie gerade eben. So, das probieren wir nochmal. In der Kombi, weil ich denke, an sich war der Satyr zum Beispiel gar nicht so schlecht. Und auch in der Aufstellung, weil auch die war nicht schlecht. So, 2. Versuch. Ich hoffe, jetzt kriegen wir es hin. Weil wirklich, es langweilt so ein bisschen. Es nervt wirklich, wenn wir dann einfach nichts reißen, obwohl wir eigentlich gut kämpfen. Also wir müssen ja noch einen Ausrüstungsteil anschauen. Aber ich will halt erst den Kampf hier gewinnen. Von eben der Verbundenheitsliga. Ein Ausrüstungsteil, der aber nicht drin war in der Belohnung. Deswegen. So, Laertes, 2. Versuch. Ich fange trotzdem mit Publikumsliebling an. Weil er kann hier beide supporten. Mit Freudentanz, meine ich. Weil er kann hier beide supporten. Initiative mehr kann man gegen die sehr gut brauchen. Ja, toll. Wenn's klappt, natürlich. Leider hat's gerade nicht geklappt. 11 Schaden bei Ursula. Ja, der Kaiser kann nicht mal kreuzweise zur Uhr laden. Angreifen. Ich hoffe diesmal, dass die nicht alle Urlaub angreifen, weil wirklich, das war gerade ziemlich ätzend. Hat Freudentanz jetzt schon wenig genommen, wenn es schon wieder so anfängt. Ursula Kombi-Angriff. Ja, diesmal waren das zumindest 3 Treffer, da ist er gleich mal im unteren Gelbbereich. Bevor die anderen beiden da sind, das läuft doch schon besser. Und mein lieber Satyr-Publikumsliebling. Natürlich, das wollen wir. Effekt gescheitert, ja. So viel zu wollen. Und gleich mal 76 Schaden bei Urlan. Die machen so viel Schaden, die Drecksäcke. Und Laufangriff. Damit ist Urlan schon wieder auf Gelb. Mit den ersten Angriffen. Er ist zum Kotzen. Und natürlich greifen ihn auch wieder alle an. Damit ist er schon wieder fast erledigt. Das waren jetzt 3 Angriffe. Das ist echt... Wie krass sind die Sekotoren? Ja... Madame, nochmal Kombi-Angriff. Ich hoffe, sie haut den Severin gleich um. Könnt sie nämlich. 3 Treffer.
aber nicht umgehauen. Ja, warum auch? Zum Kotzen, ne? Satyr, Publikumsliebling. Ich hoffe, Urlan kann jetzt noch eine Attacke machen, bevor er drauf geht. Wieder Effekt gescheitert. Das läuft so geil einfach. Nee, da haut sie ihn um. Er konnte da gerade mal einen Angriff machen. Da war es ja beim letzten Mal mehr. Da haut sie ihn um. Es ist so super einfach. 4 Schaden an Ur soll durchschlagen. Das kann ja wohl nicht wahr sein mit dem beschissenen, Sekutoren. Publikumsliebling. Das ist jetzt das zweite Mal derselbe Kampf. Ich glaube, ich muss doch die Liga wechseln. Vielleicht müssen wir doch erst die Frauenliga machen. Die wollte ich halt nicht zuerst machen. Ja, jetzt hau bitte den scheiß Sekutoren. Danke. Waren es nur noch 2. Ursula hat jetzt solche weniger Schaden als vorher, aber Urlan hat schon wieder mega schnell umgebrezt. Und jetzt greifen sie natürlich beide an. Laufangriff vor dem einen Block zum Schild. Aber der andere macht wieder Überraschungsangriff, 21 Schaden. Macht bei ihr nur nicht so viel Schaden, weil sie halt, wisst schon. Weil sie halt nicht so viel Schaden kriegt. So, ich mache jetzt hier wieder vergängliche Atem, damit ich wieder beide angreifen kann. Auch wenn es nicht viel Schaden macht. 5 und 8 Schaden. Und Ursula, du machst Schlagen. Mehr geht nämlich nicht. Das geht ja erst ab 3. Weil wir müssen denen jetzt wirklich schnell Schaden machen. An sich machen wir ihnen schon viel Schaden, aber Urlan hat es gerade mega schnell umgebrezt. Vielleicht hätten wir jemand anders nehmen sollen, den Samniten oder so. Langsame Drehungen. 11 Schaden durchschlagen. Ja gut, das Schlagen ist nicht so schlimm. Die Überraschungsangriffe, die sind das Ekelhafte. So, Satyr. Nochmal vergänglicher Atem. Weil, wie gesagt, Gruppe angreifen ist gut. Bei einem 10 Schaden, der andere hat es mit dem Schild leider geblockt. Wie auch immer er Atem blocken kann. Naja. Kombi-Angriff eines Sekutor. 1 geblockt, 1 ist durchgegangen. Und Kombi-Angriff 2 durchgegangen. Die machen so mega viel Damage. Wie viel fehlt hier noch? Ein bisschen. Wie gesagt, ich weiß, die Publikumsgunst, aber offensichtlich 15 und 14 Schaden, das war gut. Offensichtlich muss man die Sekutoren ausschalten, bevor die viel Ärger machen können. So, Ursula, Kombi-Angriff. Ich würde eigentlich lieber auf den magischen Strahl warten, aber wir haben nicht die Zeit dafür. Der ist jetzt im unteren Gelbbereich. Ich habe das Gefühl, dass wir es diesmal schaffen können, weil Ursula ist jetzt gerade erst auf Gelb gekommen. Aber dass er dauernd getroffen wird, ist total ätzend. So, mein Lieber, du machst jetzt Laufangriff wegen der Luftverbundenheit. Hat einen Luftschutz? Nein. Du greifst aber den an, der ist nämlich verwundeter. Pam. 24 Schaden, der ist jetzt auf Rot. Wie gesagt, ich halte das diesmal für machbar. Es wäre halt geil, wenn sie mal nicht Ursula angreifen würden. 4 Schaden. Ja, von vorne nimmt sie nicht so viel Schaden, aber von hinten schon. Weil sie nimmt ja einmal doppelten Schaden, jetzt ist sie auf Rot. Mal wieder. Sie nimmt ja einmal doppelten Schaden. Solo-Verbundenheitsangriff, könnt ihn umhauen. Losertür. Ja, einmal doppelten Schaden und einmal halt, gute Reise. Ja, für dich hoffentlich nicht erledigt. So, Ursula, schlagen. Sie steht noch. Und es gibt hier nur noch einen Sekutor. Es ist besser als vorher, aber geil läuft's hier nicht. Muss man wirklich sagen. Sand werfen, ja gut, macht ihr keinen Schaden und drehen muss sie sich jetzt nicht mehr. Laufangriff, lieber Satyr. Wir brauchen seine Hilfe, weil Ursula geht sehr schnell in die Knie. Wird abgewehrt. Und er wird angegriffen. Laufangriff. Ja gut. Ursula ist mir gerade Ärger, ehrlich gesagt. Ein Krugschlag. Pam. 32 Schaden. Er ist nicht betäubt. Okay, Ursula. Du machst jetzt Luftverbundenheitsangriff. Damit macht sie nämlich sehr viel Schaden. Und er kann das nicht abwehren, weil er liegt. Pam. 90 Schaden auf Rot. Ich denke, diesmal schaffen wir es, aber trotzdem, auch der Kampf lief jetzt nicht sonderlich geil. Schlagen gegen Ursula, 7 Schaden. Sie ist halt fast erledigt. So, mein Lieber, du, du sammelst jetzt wieder Publikumskunst, würde ich, oder? Ja, der, das war's wieder voll. Nee, du sammelst jetzt wieder, oder kannst du Freudentanz? Ist sie noch gebufft? Sie ist nicht mehr gebufft. Dann mache ich Freudentanz. Mehr Initiative für sie. Und das klappt.
Er greift den Satyr an, 21 Schaden durch Laufangriff. Ursula, jetzt wirklich meins rein. Sie könnt ihn so erledigen, aber zur Sicherheit nämlich den Kombi-Angriff. Ist sowieso der letzte Angriff. Zwei Treffer, einen hat er abgewehrt und wir haben gewonnen. Boah, das war der erste Kampf dieser Liga. Und ja, wir haben ihn zweimal machen müssen. Total unschön. Wir haben noch 10 Minuten. 5.026 Dinare bekommen. 11.470 Erfahrung Urland. 10.938 Laertes. 12.180 Ursula. Und alle anderen 138. Wir haben noch 10 Minuten. Puh. Ja, klar, dass die Gebühr hier so hoch ist. Beim zweiten ist sie übrigens noch höher. Ad honorem. 4:3. Ich meine, da sind wir einer mehr. Das probiere ich dann gleich noch, aber zuerst will ich kurz, bevor ich das vergesse, den einen Gegenstand mir anschauen. Das war eine Rüstung, wie gesagt. Und die hieß Robustus Gustos. Gustus Gladiatoren. Ich gucke jetzt erstmal bei Ursula. Puh, ich bin gerade ein bisschen wegen der Kampfgarde. Wolfspelz. Robustus Gustos. Da ist sie. Für Ursula geht's nicht. Mal schauen. Centurio und Samnite. Okay, dann schauen wir gleich beim Centurio. Diese Ausrüstung wurde von dem ersten Gladiatoren, getragen. Sie besteht aus einem einzigartigen Metall und hat keinerlei Auswirkungen auf die Bewegungsfreiheit. Schockwellen, die durch Angriff ausgelöst werden, können den Gegner verletzen. Passive Fähigkeit, schwere Vergeltung. Centurio und Samnit wollen wir gleich mal sehen. Klingt sehr schön an sich. Ursula brauchen wir nicht. Da wollen wir gleich gucken. Ausrüstung beim Centurio. Er hat im Moment den Lagenpanzer. Nach höheres Level, oder? Benötigt Level 19. Haha. Ja, okay. Level 19 brauchen wir gar nicht schauen. Haben wir keinen. Bei der Centurio Stufe 6 und der Samnite auch. Okay. Also genauso wie gestern der Helm. Eine Sache für später. Gut, dann gucke ich jetzt zur Sicherheit nochmal. Ja, wir haben jetzt noch 8 Minuten. Ich speichere. Auf jeden Fall speichere ich. Und dann probiere ich den zweiten Kampf nochmal. Das war gerade echt krass mit den Sekutoren. Also ich wusste, dass die nicht schwach sind, aber ich dachte halt, ja gut, wir haben die überlegene Klasse und so. Aber Arschlecken. So, zweiter Kampf. Weiß Ihnen das gefallen? Gewinne die Gunst der Senatoren steht oben. Ah ja. Ad honorem, 4:3. 1500 Dinare Gebühr. So, unsere Gegner sind 3 Sekutoren. Und der Garsan, der Sakius und der Sidor. Nur ein Sekutor ist gewechselt, Stufe 6. Okay, ich nehme wieder so wie gerade. Urlan, Ursula und Laertes. Und dazu... Ja, wir brauchen ja etwas Mittleres. Unseren Blaze vielleicht. Ich glaube sonst... Ne, sonst haben wir nichts Mittleres. Wir hätten noch Arkanisch natürlich und Bestie oder halt Jean. Aber ich denke, sonst ist Blaze ganz gut. So, dann probieren wir das jetzt nochmal. Diesmal sind die da näher dran. Das heißt, Ursula geht hier nach vorne. Blaze geht daneben. Urlan geht dahinter, weil der ist vorher so schnell erledigt gewesen. Und der Satyr geht hier hin. Der war jetzt gerade echt gut, der Satyr. Also sowohl mit dem vergänglichen Atem, als auch mit Publikumsliebling natürlich, als auch mit dem Krugschlag und mit der Luftverbundenheit. Der war jetzt gerade sehr gut, das kann man nichts anders sagen. Puh. Ja, ich bin immer noch ein bisschen, ganz ehrlich, die Sekutoren nerven schon. Weil... Was zur Hölle, wie stark die einfach mal sind. Und ich hoffe, dieses Mal geht das besser. Ich meine, diesmal sind wir einer überlegen. Ich glaube, hier kann der gute Satyr nicht alle supporten, ne? Nein, kann er nicht wegen Blaze. Dann fängt er gleich mit Publikumsliebling an. Ich glaube nämlich immer noch, dass es gut ist, hier viele Boni zu haben. Auch weil es ja drin steht, dass man die Gunst gewinnen soll. Dann fangen wir so an. So, der erste Angriff von Sidor an Ursula, 7 Schaden. Der Sakius kann nur näher kommen. Und der dritte auch.
Okay, bei uns hängt Ulan an. Ulan kann halt gerade nicht viel machen. Ulan geht hierhin. Mehr kann er gerade nicht machen. Und Ursula darf angreifen. Jetzt könnten wir natürlich noch magischen Strahl benutzen, aber wir treffen nicht alle. Deswegen nehme ich einen Kombi-Angriff. Zwei Treffer. Eins konnte abwehren mit dem Schild. Apropos, Blaze hat beim letzten Part neues Schild bekommen. Habe ich fast vergessen. Präzisionsangriff. Ich greife jetzt nicht ihn an, weil da ist Ulan. Ich greife jetzt mit Blaze den Gazan an. Und das sind 33 Schaden. Der geht weiter. Okay. Der will gar nicht. Soweit kannst du nicht werfen, oder? Okay, Laertes könnte hier gleich den Zacchaeus angreifen mit dem Krugwurf. Weißt du was, das mache ich. Bumerangkrug. Einmal 22 Schaden, gar nicht wenig. War jetzt unnötig, aber hat Spaß gemacht. Blaze wird angegriffen, Laufangriff, 21 Schaden. Der Gazan greift auch Blaze wieder an. 63 Schaden durch Überraschungsangriff. Diese Überraschungsangriffe von hinten sind einfach mal volle Ende krass. Ja, und da ist der arme Legionär auf Gelb. Wie könnt ihr es wagen? So, greif Sidor an. Eigentlich solltest du ihn von hinten angreifen, aber naja, 16 Schaden. Kannst du ihn treten? Kannst du nicht. Dann greifst du ihn auch an. 33 Schaden. Die sind echt diese beschissenen Sekutoren. Laertes, einmal Publikumsliebling. Für die Gunste des Publikums. Wir wissen ja, Gladiatoren kämpfen für die Menge. Da bedeutet das viel, leider ist Effekt gescheitert. Ja, und Blaze, Beinattacke. Die Frage ist nur, ich nehme ihn hier, weil er ist verwundeter. Pam, Treffer, 48 Schaden, Bewegungsminus und auf Gelb. Das war schön. Könnte aber Blaze jetzt Angriff gewesen sein für diesen Kampf. Da hat er 14 Schaden bekommen. Und ja, da hat sie ihn hingelegt. Sowas habe ich schon erwartet. Ja, nach dem Kampf gerade eben überrascht mich das hier jetzt nicht. Die sind echt stark, die Sekutoren. 25 Schaden an Ulan. Den greifen sie jetzt bestimmt wieder als zweites an, wie die Feiglinge. So, ich will Publikumsliebling, denn die haben relativ viel Gunst gerade. Die will ich auch haben. Man darf die echt nicht unterschätzen, die Sekutoren. Das merkt man schon. Oh, mein lieber Ulan, du machst einen Kombi-Angriff. Damit könntest du einen Sidor umhauen. Das versuchst du gleich mal. Ja, der ist umgelegt. Sehr schön. Damit waren es noch zwei Sekutoren und von uns sind es noch drei. Leider ist halt schon der arme Blaze K.O. gegangen. Sandwerfen. Langsame Drehung. Der andere geht zu Ursula. Laufangriff. 5 Schaden. Ja, bei Ursula macht der Schaden fast nichts. Ja, Ursula. Magischer Strahl mache ich jetzt, denn damit trifft sie alle. Ja. Weil es eben 2 sind. 28 und 29 Schaden. Gar nicht schlecht, Ursula. Gar nicht schlecht. Weil diesmal trifft sie halt alle. Vorher hätte sie nicht alle getroffen, aber... Diese Sekutoren haben mich wirklich gelangweilt. So, mein Lieber, Publikumsliebling. Wir sind nämlich noch nicht ganz oben. Wir haben zwar jetzt wesentlich mehr Gunst als gerade eben noch, aber wir wollen voll sein. Effekt gescheitert. Dann probieren wir das gleich nochmal. Auch das Scheitern bringt ja ein bisschen Gunst, habe ich gesehen. Halt nur bei Weitem nicht so viel, wie wenn es klappt. Diesmal hat es geklappt und wir sind ganz oben. Cool. Hast du was im Auge? Ich habe nichts im Auge. 25 Schaden Überraschungsangriff. Von vorne ist der nicht so krass, aber von hinten ist der Überraschungsangriff echt krass. Sandwerfen. Langsame Drehung. Mein lieber Ulan. Ein Kombi-Angriff. Gegen den Zacchaeus. 3 Treffer. Unterer Gelbbereich. Leider hat der einen Schutz gegen Luftverbundenheit. Da kann Ulan seine Fähigkeit nicht nutzen. Okay, Laertes, du kannst nichts treffen, das heißt, du gehst nur näher. Und liebe Ursula, du machst natürlich nur normale Schlagen. Oder mache ich auf ihn einen Schlagen? Nein, er würde davon nicht umgehauen werden. Mehr geht nämlich bei ihr nicht und sie wird auch abgewehrt mit dem Schild. Zacchaeus bringt Ulan auf Gelb. Kombi-Angriff.
Und Gazan greift Ulan ebenfalls an. Und 25 Schaden. Das ist echt... Ulan ist eigentlich nicht schlecht gerüstet. Eigentlich. Kann mit dem Freunden tanzt ja alles... Nee, kann ich alles supporten. Ja, machst du nochmal Publikumsliebling. Wir sind ja noch nicht voll. Ich denke, diesen Kampf schaffen wir auch beim ersten... Also den beim ersten Mal. Aber ganz ehrlich, diese Sekutor sind echt starke Gegner. So, jetzt würde ich hier gerne Luftverbundnetzangriff ansetzen, aber leider ist der geschützt. Allerdings ist der Gazan nicht geschützt. Deswegen, Ulan, wirk ihm eins rein. Pam! 89 Schaden und er ist auf Rot. Das war sehr gut. Und Ursula, du darfst ein Schlagen machen. Das haut ihn noch nicht um, aber es bringt ihn fast. Es regt ihn fast. Zacchaeus. Laufangriff bei Ulan, der ist jetzt auch auf Rot. Ulan könnten wir noch verlieren, aber ich glaube, insgesamt wird der Kampf hier geschafft. Ja, Laertes geht jetzt hier vor. Und Ulan macht... Wer ist denn als nächstes dran? Ach, hier können wir gucken, was es hier alles gibt bei Kuh. Es ist schön, dass einem sowas immer noch nicht gesagt wird. Der Gazan ist als nächstes dran. Dann haust du ihn um, Ulan. Damit er uns nicht stören kann, damit er uns nicht angreifen kann. Haust ihn um. So, Laertes, du machst Freudentanz. Ich glaube nicht, dass wir es brauchen, aber... Zur Sicherheit. Initiative plus. Hat geklappt. Ja, und Ursula, ich glaube, du kommst an den gar nicht ran. Nee, Ursula passt. Wegen dem Körper. Der Zacchaeus könnte halt eventuell noch Ulan umhauen. Ja, da haut er ihn um. Aber das wird sein letzter Streich gewesen sein. Er, sie passt immer noch, sie kommt hier nicht durch. Laertes dagegen passt nicht. Krugwurf. Bumerang Krug. Pam. Leider vom Schild abgewehrt. Aber okay. So, jetzt Ursula. Greif ihn an. Hoher Tritt geht nicht, deswegen normales Schlagen. Jetzt hauen wir den letzten auch noch um. Leider ist die Musik gerade wieder scheiße. Er ist auf Rot. Macht Sand werfen. Ja, allein bringt ihm das nichts. Aus dem Schatterzehe. So, nochmal ein Krugwurf, mein lieber Satyr. Bäm. Diesmal hat's getroffen. 28 Schaden. Und ja, Laertes. Normales Schlagen im Nachanschluss. Dann ist er erledigt. Pem. Damit haben wir zwei Kämpfe gewonnen. Wir haben zumindest zwei gewonnen, aber trotzdem, ganz ehrlich, die Sekutoren sind übel krass. Und ja, wir müssen jetzt auch aufhören. Wir haben noch nicht überzogen, aber wir müssen dann gleich aufhören. Immerhin, zwei gewonnene Kämpfe, aber trotzdem. 5029 Nahe bekommen. Für bemerkste Mut und ausdrückliche Tapferkeit. Ulan 11.815 Erfahrungen. Blaze 11.173 Erfahrungen. Laertes 11.283 Erfahrungen. Und Ursula 12.525 Erfahrung, alle anderen 138. Level Up gibt's noch keines. Puh, zumindest zwei Kämpfe gewonnen. Ja, der nächste ist dann wieder 3 gegen 3 und hat übrigens Gebühr 2000. Und danach heißt es, jetzt gilt es, die Sekutoren in eurem Team zu trainieren. Ich glaube, da brauchen wir dann Sekutoren, also mehr als einen. Aber müssen wir schauen. Also beim nächsten Mal machen wir dann Vita Brevis. Und ansonsten müssen wir gucken, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Wir speichern natürlich. Müssen ja nochmal rausgehen, jetzt speichern wir. Wir haben diesmal zumindest zwei Kämpfe gewonnen, aber das waren beides gar nicht so leichte Kämpfe, ehrlich gesagt. Dafür, dass wir immer noch die überlegenen Klassen hatten, bis auf halt den Satyren, waren das ziemlich schwere Kämpfe. Weil bei beiden haben wir Gladiatoren verloren, einen mussten wir doppelt machen und war knapp. Beim anderen war es jetzt nicht so wahnsinnig knapp, aber trotzdem, die Hälfte unseres Teams war K.O. Also die Sekutoren, man merkt schon, die sind echt krass. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat, obwohl ich gerade ein bisschen angenervt war. Und ja, beim nächsten Mal werden wir dann hier die Liga wahrscheinlich nicht fertig machen, aber zumindest offiziell fertig machen. Und dann werden wir uns wohl die Liga für Damen anschauen. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr später wieder dabei seid. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.